habe immer gesagt, wir sind die Straße der Spezialisten. Wir sind fachlich kompetente Einzelhandelsgeschäfte und gleichzeitig Nahversorger. Ich bin Harald Niemann, habe das Blumengeschäft an der Lotterstraße seit 40 Jahren. Gegründet wurde das Blumengeschäft von meinen Großeltern. Mittlerweile sind wir kein Produktionsbetrieb mehr, sondern ein Handelsbetrieb. Die Leute werden alle ein bisschen pragmatischer und tippen auf den Computer ein und lassen ihre Blumensträuße liefern. Wir sind also mittlerweile auch so ein bisschen ein Dienstleistungsbetrieb geworden, wo wir im Grunde Balkonpflanzen, saisonales Geschäft haben, Muttertag, Weihnachten, Adventsdekorationen. Kommunikation mit den Kunden letztendlich, das sage ich, ist eigentlich so, dass was die Leute heute auch so ein bisschen wieder einfordern. Wenn man irgendwo losgeht zum Einkauf, finde ich, ist das schon entscheidend, dass man so eine fachliche und kompetente Beratung hat, was manchmal in den großen Gartenzentren im Grunde ausbleibt. Ich sag mal, Angst haben darf man nicht, dass es irgendwann mal gemacht werden muss. Die Kanalarbeiten, das ist einfach so, wir können uns das nicht aussuchen. Wir kriegen eine etwas ruhigere Straße und etwas gezieltere Einkäufer bei uns. Und von daher glaube ich, bange machen darf man sich davon nicht. Wir bräuchten sicher noch ein Schuhgeschäft oder so. Aber ich kann es nicht beurteilen, wie die Frequenzen heute sind. Heute bestellen die Leute ihre Schuhe irgendwo im Internet und da, ob das gut ist oder nicht gut ist, dahingestellt. Aber wenn die kompetente Beratung und fachliche Beratung, wie beim Optiker oder beim Blumenhandel, sage ich mal, funktioniert das auch. Reise genau irgendwann hinführen wird, kann ich noch nicht so genau sagen. Meine Kinder, die sind in anderen Sparten tätig. Ob die das mal irgendwann noch mal weiterführen, ich bezweifle das.